Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer kleinen Serie zur OnePlus Watch 2, der neuen Akku-Wunder Wear OS Uhr, so sie denn vielleicht eine ist, das werden wir im Test dann rausfinden. Da sind wir aber noch nicht, wir sind jetzt wie gesagt beim zweiten Teil und im ersten Teil haben wir aufgehört mit dem Bildschirm, dass wir die Sprache der Uhr auswählen können. Also wer da nochmal zurückgehen will, meinen Ersteindruck zur Haptik, Verarbeitung und so weiter und so fort sehen will, der guckt sich einfach den ersten Teil an. Ansonsten geht's hier mit der Einrichtung weiter. Ja, und für die Einrichtung, da braucht ihr jetzt ein Android-Gerät, denn wir haben hier eine Wear OS-Uhr. Das heißt, in der Vergangenheit war es so, dass die OnePlus Watch 1 sozusagen auch noch unter iOS verfügbar war, also sprich unter Apple. Das geht jetzt nicht mehr. Jetzt seid ihr auf ein Android-Gerät angewiesen, sprich alle iPhone-Nutzer müssen jetzt leider nach einer anderen Uhr suchen, denn die OnePlus Watch 2 kommt mit Wear OS daher und damit nur noch mit Android. Ja, jetzt aber genug des Vorgeplänkels, wir starten rein und wir können hier natürlich auch Deutsch und Deutschland auswählen, das tun wir auch und wir sehen jetzt hier, dass wir eine App aus dem Google Play Store herunterladen sollen und das ist die O-Health App, die müssen wir jetzt als Installationsmedium sozusagen herunterladen und können dann hier über Geräte hinzufügen, hier wird euch das nochmal genau angesagt und ich klicke jetzt gleich trotzdem schon mal auf Weiter, auch wenn wir die App noch nicht runtergeladen haben und dann müsst ihr nur nach eurer Uhr mit der spezifischen Bezeichnung hinten dran suchen. Wobei vermutlich in eurem Umkreis nur eine OnePlus Watch 2 gerade auf Einrichtung wartet, deswegen dürfte das kein größeres Problem sein. Wir gucken jetzt aber mal mit in die App auch rein, sodass ihr sehen könnt, wie es, was wir da tun müssen. Also zunächst mal, ihr habt es gerade schon gesehen, wir müssen die O-Health App herunterladen. Die findet ihr im Play Store ohne Probleme. Könnt, ob ihr jetzt nach der Watch 2 sucht oder ob ihr direkt nach O-Health sucht, ist in dem Fall egal. Die wird dann installiert. Und danach können wir mit der Einrichtung beginnen. Lasst euch nicht irritieren, bei meinem Handy kommt hier gleich so eine kleine Virenprüfung. Das ist dann individuell, ob das bei eurem Handy auch ist oder nicht. Das hängt dann eben vom Handymodell ab. Insofern solltet ihr euch davon jetzt nicht irritieren lassen. Und genau hier seht ihr, was kommt. Dieser Sicherheitsscan, den gibt es jetzt hier bei mir auf meinem Poco-Smartphone. Bei euch vielleicht nicht, deswegen lasst euch da einfach nicht von irritieren. Wir gehen auf Öffnen, damit wir dann auch loslegen können und müssen zunächst mal die Region auswählen, damit wir mit den Cloud-Diensten und auch der sonstigen Verarbeitung quasi Deutschland zugeordnet sind. Das tun wir auch mal. Dann könnt ihr hier noch, beziehungsweise müsst ihr hier im Zweifel sogar den Bedingungen zustimmen. Lest sie euch ansonsten nochmal durch. Für mich ist da jetzt also nichts, was mich davon abhalten würde, die Uhr zu benutzen. Und dann gibt es hier in der Geräteverwaltung noch so ein paar Hinweise, die könnt ihr euch zwar durchlesen, aber spielen am Ende im ersten Moment auch mal keine Rolle. Ansonsten hier die App. Unten seht ihr, wir haben drei Reiter. Für uns erstmal relevant der Bereich Gerät. Dann gehen wir auf Gerät hinzufügen. Und müssen dann die Bluetooth-Kopplungsmöglichkeit für Geräte in der Nähe quasi aktivieren. Das ist Voraussetzung, denn ansonsten funktioniert die Kopplung nicht. Und dann können wir hier schon unser Gerät auswählen. Wir haben ja die OnePlus Watch 2. Im Übrigen kommt bei manchen Telefonen, so auch bei mir, unten so ein kleiner Button, wenn ihr die Uhr in einem Kopplungsmodus habt, dass das Ganze schon kopplungsfähig ist. Dann könnt ihr sogar automatisch die App runterladen. Das habe ich noch ganz vergessen zu erwähnen. Ja, ansonsten wählt ihr jetzt hier einfach die Uhr aus und seid dann sozusagen auch schon im Starten der Einrichtung, wenn man so will. Ich klicke immer die Nutzungs- und Diagnoseberichte weg. Standort ist für mich okay. Automatische Updates kann man sowieso nicht deaktivieren. Und dann geht der Kopplungsmodus auch schon los. Und jetzt sollte gleich genau sowohl auf der Uhr als auch auf dem Telefon quasi dieser Kopplungsbefehl erscheinen. Und den geben wir jetzt, dem stimmen wir jetzt natürlich einmal zu, damit das Ganze dann auch miteinander verbunden werden kann. Und das geschieht jetzt im Hintergrund auch. Müssen wir einen kleinen Moment warten. Ihr seht jetzt, auf der Uhr wird gekoppelt. Ihr seht, in der App wird gekoppelt. Also von daher, der Prozess läuft jetzt los. Und dann geht es auch schon wieder weiter. Jetzt können wir hier die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinien einmal durchlesen. Könnt ihr gerne tun. Ich erspare uns das jetzt mal. Dann wird es schon interessant, denn je nachdem, wo ihr die Uhr tragt, ich zum Beispiel trage sie ja rechts als Linkshänder, ihr tragt sie vielleicht links, das könnt ihr hier dann konfigurieren. Könnt ihr übrigens im Nachgang aber auch nochmal ändern. Für die Synchronisierung von Telekommunikation und Kalenderereignissen müsst ihr jetzt noch eine Berechtigung erteilen. Das empfehle ich euch, denn ansonsten könnt ihr natürlich nicht das volle Programm von der Uhr sozusagen nutzen. Insofern ist das hier zwar Zugriff auf einige von euren Daten, aber das ist notwendig, damit die Uhr die ganzen Daten auch darstellen kann. Also insofern, das macht absolut Sinn, dass hier diese Berechtigung zu erteilen ist. Ansonsten, wenn ihr es nicht macht, wie gesagt, habt ihr halt nur einen sehr eingeschränkten Funktionsumfang.
So, weiter geht's mit eurem Google-Konto. Wie schon eben erwähnt oder mehrfach erwähnt, wir haben ja hier Wear OS, das heißt, euer Google-Konto ist der Zutritt zum Play Store. Das könnt ihr hier quasi einmal verknüpfen. Habt ihr hier gerade gesehen, wenn ihr mehrere Konten habt, könnt ihr natürlich auch das entsprechende Konto auswählen. Ansonsten startet jetzt hier die Anmeldung. Das heißt, im Hintergrund wird eure Uhr jetzt gerade zu eurem Google-Account hinzugefügt. Ihr werdet quasi auch dann den Zugriff auf den Play Store bekommen, damit ihr nachher alle Apps runterladen könnt und so weiter und so fort. Übrigens, alle Apps runterladen, all diese Themen, wie die ersten Schritte mit der Uhr sind und so weiter und so fort, machen wir dann im dritten Teil. Hier jetzt, wie gesagt, nur die Einrichtung bis zum Schritt, dass wir durch sind mit der Einrichtung. Verbindung wird hergestellt, heißt nichts anderes, als dass jetzt gerade nochmal auch euer Konto weiterhin verknüpft wird und dann geht es nämlich auch schon weiter. Ihr könnt als ersten Schritt auswählen, ob ihr den Google Assistant aktivieren wollt. Ich spare mir das jetzt mal, weil ich brauche den auf der Uhr eigentlich nicht. Deswegen gehe ich auf Nein, danke. Wenn ihr den nutzen wollt, könnt ihr natürlich auch das Ganze einrichten. Sperrbildschirmpasswort festlegen ist nochmal ganz wichtig. Wenn ihr die Uhr ablegt, ist sie quasi gesperrt. Das ist Voraussetzung, wenn ihr Google Pay benutzen wollt. Ansonsten ist es optional. Ich überspringe das jetzt mal. Wir können das aber sonst auch im Nachgang noch einrichten. So, dann gehen wir einen Schritt weiter. Und sind jetzt quasi schon in dem Bereich, dass der Google Play Store nach Updates und so weiter durchsucht wird. Denn ihr kriegt jetzt einen Vorschlag und ihr seht jetzt schon, dass ihr Apps auf eurer Uhr installieren sollt bzw. könnt. Einmal empfohlen für Smartwatches, das ist eine allgemeine Auswahl. Oder auch auf eurem verbindenden Smartphone installierte Apps. Ich nehme das jetzt hier auch mal raus, weil ich will das einfach einmal sauber installieren, gerade für das nächste Video dann. Hier noch der Hinweis, dass wenn ihr damit die Uhr bezahlen wollt, Google Pay ist ja mit an Bord, am besten oben dran halten. So rum ist es natürlich schwierig, das an den Kartenleser zu halten, aber es sollte trotzdem eigentlich ganz gut funktionieren, zumindest bei den Kartenlesern, die mir bekannt sind. Ja, und dann wird die Einrichtung auch schon abgeschlossen und ihr seht, rechts die Uhr startet einmal durch, links die App ist quasi installiert. Wir sind durch mit der Einrichtung, sprich jetzt seht ihr rechts schon, wir können jetzt quasi mit den ersten Schritten mit der Uhr loslegen. Das folgt dann im nächsten Video. Ich hoffe, das, was ich euch jetzt ein bisschen erzählt habe, hat euch etwas geholfen bei der Einrichtung. Sie geht eigentlich wirklich super einfach, da gibt es keine Stolpersteine. Wenn doch noch Fragen sein sollten, schreibt mir herzlich gerne in die Kommentare. Wer dabei bleiben will für den dritten Teil, den gesamten Einsteiger-Guide, der ist auch dabei. Danke euch fürs Zusehen. Alexa, Kamera aus. Okay.